Willkommen zurück bei Minecraft. Beim letzten Mal haben wir da oben ein bisschen die Automatisierung weitergemacht, haben gemerkt, dass unsere Holzkohleproduktion noch ein bisschen hakelt. Wahrscheinlich aufgrund, weil ich diese Messingschleusen brauche, statt normale Schleusen. Und genau. Die... Hallo? So. Okay, jetzt habe ich die Messingschleuse. Dann funktioniert jetzt hier das mit dem Filter. Es sieht so aus. Ja, okay. Es war einfach nur die Messingschleuse, die ich brauchte. So, und das heißt, wenn ich jetzt hier nochmal den Stack... Eieiei. Oh. Brennt der dann auch an? Weiß ich nicht. Aber das heißt, jetzt müsste ja theoretisch... Der Stack ist fertig gebraten. Der Stack ist fertig gebraten. Wenn jetzt hier ein ganzer Stack reinkommt. Also so ein ganzer, kompletter Stack. Ich habe noch nicht mal mehr irgendwo eine Hand frei, gerade um das mal auszuwechseln. So. Einmal von hinten ranschleichen. Den ganzen Stack rein. Nächste Tour nimmt er den ganzen Stack ja mit. So, die deployt er direkt. Dann nimmt er jetzt alle raus. Nein, tut er nicht. Aber jetzt. Er deployt scheinbar immer nur einen Stack pro Runde, hä? Gucken wir mal. Müsste der ja entweder... Okay, auch nicht alle. Also, roundabout, warte, wenn der die 20 jetzt rausnimmt. Nächste Runde von den 64, den sehen wir ja. Ich schätze mal 32 nimmt der raus, ne? Aber ey, wenn es 32er Stacks sind und der das ruckzuck durchbrät und alles. Ja, ne, dann pro Runde 32 raus, okay. Eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Ne, jetzt brennen wir ja wieder. Hm. Also, er nimmt pro Runde 32 raus. Eieieiei. Immer schön von hinten ranschleichen. So. Okay, er nimmt doch auch von oben. Alles klar. Das ist schon mal good to know. Der Apfel, der wird jetzt verbrannt, leider. Ja, ungefähr hier auf der Höhe wird er verbrannt. Auf halber Höhe wird er verbrannt. Macht aber nichts. Den essen wir jetzt, den letzten Apfel. Wir wollen ja ein reines System haben, quasi. Dieses Karussellfahren macht einen echt schwindelig. Also wir haben auf jeden Fall nie wieder Holzprobleme. Das ist schon mal Fakt. Und ich sollte wahrscheinlich die Truhe auch mal hier expanden. Ich bin gerade überhappy, dass wir quasi unendlich Bäume, unendlich Holzkohle
in einer Session von roundabout 3 Stündchen, 2 Stündchen oder so hingekriegt haben, dass wir jetzt bald zu den Mahlwerken gehen können. Dazu brauche ich aber nochmal diese Casings hier. Ja. 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 Easy. Easy. Easy, easy. Ja, die Äpfel ist natürlich doof. Aber wenn wir eine zweite Baumfarm bauen, dann können wir das alles quasi wieder mitnehmen. Beim nächsten Mal. So, zack. Karussell. So, das wieder rein. Das Moos da mit bei. Einmal sortieren. So. Guck mal, das waren jetzt 6 Minuten. Gut, die Kiste war ja schon ein bisschen gefüllt. Aber ich habe schon in 6 Minuten eine halbe Kiste voll. What the hell? Oh. Und der brennt das relativ zügig durch. Das Moos ist sofort weg, alles klar. Guck mal, in der Zeit hat er gerade mal einen Stack verballert. Es wäre interessant zu wissen, wie viele Stacks der verballert. Das war der volle, das war der fast leere. Also, was wir jetzt machen. Zwei Sticks rausnehmen. Und er baut 16, 32. So, ab jetzt ist Timer Reset. Timer Reset. Timer Reset. Pro. Und 29, weißt du was für Reset nochmal? Minute 8 angefangen. Jetzt kommt gerade nichts nach, aber guck mal. In 15 Sekunden roundabout 5 Stück wieder. Gott. Alter, ich habe keine Holzkohleprobleme mehr. Kann man eigentlich die Holzkohle auch komplett stacken wie ein normaler Stack? Das wäre ja auch mal interessant zu wissen. Aber weißt du, das hier lassen wir jetzt auch erstmal hier so laufen. Okay, jetzt ist nichts gewachsen. Ich sehe noch irgendwo einen Baumstamm da. Waren das Saplings, die er gesetzt hat? Ja, scheint mal. Waren keine Saplings, die ich gesetzt habe, oder? Er baut sich quasi sein eigenes Empire. So, die nehme ich jetzt bewusst mal weg. Okay.
Nee, die sitzt da scheinbar nicht bewusst da in der Ecke. Was ist, wenn jetzt da 30 Stück liegen? Nimmt er die auf? Der nimmt die auf. Geil. Wenn ich dir jetzt 5 Stück hinhau, nimmt er die auch auf? Naja, da nicht. And what about... Oh. And what about, wenn ich die hier so hinschmeiß? Nimmt er die dann auf? Ja, scheinbar. Okay. Oh, und der läuft immer noch auf Max-Speed hier. Wunderschön. Und das waren jetzt roundabout 3 Minuten für 25 Kohle. Das ist auch vollkommen in Ordnung, wenn man bedenkt, der hat vorhin die ganze Zeit noch die Bäume gebaut, abgebaut und jetzt fängt er an halt zu grillen. Ist halt nicht mehr voll. Wir könnten das quasi auch wieder kurzfristig nach dem Deployment sagen, ja, pass auf, einmal kurz disablen. Ach, die 36 hat er scheinbar doch nicht mitgenommen, ja. So. Uff, Holzkohle. Boah, geil, oh. Boah, wenn wir ihm jetzt erstmal sagen, harveste mal da eine Runde. Ich komme in 10 Minuten wieder. Und dann einmal nur kurz anmachen. Ah, bist du mal eine Runde nie aktiv. Er hat jetzt genug gespeichert. Das heißt, der Fan wird auch gleich ausgehen, weil jetzt keine Abnehmer da sind sozusagen. Das war schon mal was. Hello, du. So, dann würde ich sagen, begeben wir uns als nächstes Mal an die Crusher. Oh, wir brauchen noch nebst Crusher den Washer. Ja, das gibt's auch. Wir brauchen beides, Washer und Crusher. Oh, du kannst nicht schlafen mit dem Monster in der Nähe. Jetzt lass mich doch einfach schlafen. Monsters? Nearby? Keine Ahnung. Ich habe noch nichts von gehört, dass hier Monsters nearby sind. Nee, wüsste ich jetzt nicht, nee. Sorry, aber ich hatte jetzt keine Lust, Ewigkeiten zu warten, bis die Monster nearby weg sind. Okay, wir brauchen jetzt diese Casings hier, beziehungsweise nicht diese Casings, diese, ja, dazu brauchen wir leider nochmal. Aber dazu muss ich erstmal... Könnte ich ja auch ein bisschen abmixen, ne? Hier, Mama, kriegst mal ein paar Eier Zucker, hier ist Holzkohle. Pass auf, wir bauen jetzt genau dasselbe Spielchen direkt nochmal daneben. Die Frage ist nur... Wie? Denn... Ich würde sagen, da darf ich nicht ins Jai, darf ich nicht reinschmeißen. So, ich würde sagen, den nehmen wir erstmal. So.
Ach, guck mal, das verbrennt nicht. Weil jetzt keine Energie mehr kommt. Bleibt aber jetzt hier auf dem Conveyor Belt liegen. Okay. So, wenn wir jetzt das gleiche Spielchen hier nochmal machen. Welchen brauchte ich da? Den. Welches hat Getriebe? Ja, toll, Getriebe. Dankeschön. Welches denn? Oh no. Oh. Double oh no. Hä? Habe ich den jetzt im Inventar? Ja, habe ich. So, Getriebe. Getriebe. Ja, da habe ich natürlich jetzt gerade keinen, aber macht nichts. Warte mal, kriege ich den da auch oder? Nein! Ich wollte nicht das ganze Conveyor-Belt kaputt machen. Oh, fick. Frick, 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 frick. Oh. So. Ich wollte nicht das ganze Conveyor-Belt zerstören. Mist. Der muss ja sich gar nicht drehen. So. Oh. Oh. Das habe ich nicht bedacht. Okay, dann brauche ich hier den ich nicht anschließen. Dann machen wir erstmal so. Dann habe ich das Conveyor Belt ja hier. Wenn ich den so anschließe, laufen die beide in die gleiche Richtung. Perfectly. So, und dann hier die hin. Okay, wunderbar. Und hier. Achso, der fungiert auch als Trichter, wie mir scheint. So, der dahin. Dann kann alles, was hier drauf läuft, da so rein. Genau. So. Dann kommt hier der Rainboy hin. Den wir in die andere Richtung drehen müssen. In diese, genau. Und dann kommt hier der hin. Das war Fail. Mit der Kralle geht's nicht. Ne, mit der Kralle geht's nicht. So, hier hin. Wenn der jetzt mit der Kralle kaputt geht, ist nicht schlimm. So. Geht er aber nicht. Lol. Okay, ich dachte. Na gut. Jetzt brauchen wir Wasser. Hier haben wir die Infinite Water Quell. Dann haben wir dasselbe Problem, genau dasselbe Prinzip. Ja, dasselbe Prinzip, nur mit Wasser und daneben ist halt Feuer. Hä? Weil unten drunter kein Stein ist? Vielleicht? Deswegen das escaped. Ist das so? Nein. Hä? Wenn das jetzt escaped, wohin escaped? Ah, so muss man den platzieren. Okay. Verstanden. Direkt auf den Fan einfach klicken. Ja, so. Jetzt haben wir dasselbe Spielchen nochmal mit Wasser. Wir haben daneben Lava.
Der macht uns Holzkohle. Also jetzt aktuell nicht, aber der macht uns Holzkohle für gewöhnlich. Und der macht uns dann aus Kies und Gravel und so was alle. Kies ist ja Gravel. Und dürfte der uns dann. Haben wir noch. Haben wir noch eine Truhe? Hat irgendwas an meinem Bein entlang. Kann ich eine Motte oder sowas oder. Ja, ne. Einfach. Hui, hab ich. Was wollte ich jetzt sagen? Achso. Genau. Wir sprucen das hier ein bisschen ab. Die Mörderwaffe. So. Dann eine Werkbank. Brauchen wir sowieso nachher nochmal. Dann werkeln wir an der Werkbank uns eine Truhe. Oh, wir sind auch schon wieder am Folgenlimit. Also, was heißt Limit, aber... Ne? Gut, dann mache ich jetzt noch eine Folge heute. Ach komm. Und dann... Ja, würde ich sagen, ist sowieso für mich auch Schlafenszeit. Langsam, aber sicher. Ja, that's life, ne? So, alles, was ich dann hier reinpacke, wird dann hier auf das Conveyor-Belt befördert. So, da kann zum Beispiel dann rein Kies. Mhm. Genau, machen wir hier Kies rein und Sand und so was alles und lassen das dann hier waschen. So, ergo kann jetzt hier der Motor wieder dran. Wo ist der Motor? Ah. So, und jetzt kann hier der Conduit, genau. Und der Stirling-Generator. So, jetzt ist natürlich hier nichts drin, was jetzt irgendwie gebrannt oder gebraten werden kann. Doch, tatsächlich wird es auch schon intern hochgefahren. Immer aktiv, so. Blub. Dann kommt jetzt hier... Achso, ich muss jetzt hier die Rotation noch eingeben, ne? Das ist die Frage, in welche Richtung dreht der? Dreht er jetzt nach hinten oder dreht er nach vorne? Wir hatten es vorhin hier, ne? Und dann machen wir mal nur 60. Eieiei. So. Ich habe jetzt natürlich noch keine Goggles mehr gemacht, aber ist egal. Wir machen jetzt eben den Cut und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich jetzt hier weiter rumbastel. Bis gleich.